News und Talks für Gebildete am zweiten Weihnachtstag 2019. Professor Norbert Bolz hat bei Professor Max Otte einen Vortrag gehalten und erst einmal das Positive. Er hat viele gute Sätze gesagt über all die Pseudowissenschaftler, die wir überall haben und so weiter, über all die Fehlentwicklungen in der Wissenschaft, die käufliche Wissenschaft und alles Mögliche und so weiter, sodass wir leider auch sagen müssen, wir verstehen natürlich auch, dass man natürlich auch bei den zweiten Scientists for Future 2, den neuen Galileis, genauso skeptisch sein muss, weil ja eben, wie gesagt, so viele Wissenschaftler erkannt haben, welche Missstände es in der Wissenschaft gibt und dass die Wissenschaft ein genauso fehlgeleitetes sozialmarktwirtschaftliches oder erzkapitalistisches System ist und eine Dienstmarkt des Kapitalismus in vielerlei Hinsicht ist und so weiter, die man nicht einfach per se ernst nehmen darf. Und von daher hat jeder völlig recht, der sagt, ich muss natürlich auch dieselbe Skepsis bei den zweiten Scientists for Future 2 walten lassen. Deswegen versucht man ja auch sie wirklich mit Argumenten zu überzeugen und daran zu erinnern, dass die letzte große wissenschaftliche Neuerung eben Charles Darwin war und Alfred Russel Wallace und so weiter. Und dass wer das nicht berücksichtigt, automatisch schon Pseudowissenschaftler ist, weil er einfach Wissenschaft ignoriert. Ne? Und wer Wissenschaft ignoriert, ist nun mal einfach Pseudowissenschaftler. Ja, also das heißt, Professor Bolz kann ganz viel reflektieren, aber leider kann er nicht über sich selber als Pseudowissenschaftler reflektieren. Das fehlt dann wieder, ja? Also das heißt, fehlt ihm wieder die Fähigkeit zu sagen, okay, hier evolutionsbiologische Analyse, hier, ich zeige das gerade mal hier, gehe ein bisschen runter, hier geht's los, die naturwissenschaftliche Beweisführung anhand des Naturgesetzes von Mutation und Selektion, warum die soziale Marktwirtschaft, innerhalb derer Professor Max Otte und Norbert Bolz sich sozusagen gewinnbringend bewegen, warum dieses System ihr Leben ruiniert. Man sieht es auch bei Professor Max Otte, der hat deutliches Übergewicht. Ja? Also der ist also geschädigt durch genau den Kapitalismus, innerhalb dessen er sich geistig bewegt, sozusagen. Und hier, ich kann nur versuchen, Sie zu überzeugen, dass die zweiten Scientists for Future 2 wirklich die echten Wissenschaftler sind und eben keine Pseudowissenschaftler, sondern die echten neuen Galileis sind, indem ich Ihnen zeige, hier lesen Sie sich das einfach durch und kramen Sie all Ihr Wissen über Darwin und Mutation und Selektion zusammen und versuchen Sie auch nur ein Gegenargument zu finden, warum diese Beweisführung, dass unser kapitalistisches Ernährungssystem uns alle krank macht und vergiftet und übergewichtig macht und Esssucht erzeugt und. Und hier schauen Sie sich die Analyse des Gesundheitssystems an, dass unser Gesundheitssystem mit dazu beiträgt, dass wir jetzt alle immer kürzer leben und immer schneller sterben und immer früher chronisch krank werden. Man spricht ja davon, dass mittlerweile mit ca. 47 wir alle schon alle mindestens eine chronische Krankheit haben durchschnittlich. Ne? Und das heißt also hier Startseite der zweiten Scientists for Future. Also lieber Zuhörer, seien Sie selbstverständlich auch bei den zweiten Scientists for Future 2 kritisch, aber prüfen Sie mit allem, was Sie an Verstand haben und allem, was Sie an naturwissenschaftlicher Vorbildung haben, und dann werden Sie merken, dass es sich um die einzigen handelt, die wirklich in der Lage sind, die Spitze der Naturwissenschaft darzustellen. Ja? So, und dann ist ja bei Martin Sellner und bei Eva Herrmann und so weiter, da überall kommt ja wieder das Gender-Thema angesprochen und bei der AfD und so weiter, ja. Also diese ganze, sagen wir mal so, etwas rechtslastigen
Vertreter von rechtslastigen Thesen sozusagen, die haben Probleme mit dem Gender-Thema. Also erstmal muss ich natürlich Eva Herrmann loben. Ja? Gut ist sie bei dem Thema Mutter und Kind und so weiter. Da ist sie fast schon, da fängt sie fast schon an, evolutionsbiologisch zu argumentieren. Ja, fast schon, das ist ja fast schon, als würde sie sich auch über das Matriarchale Gedanken machen und so weiter. Also das ist das Paradoxe bei Eva Herrmann, ja. Einerseits sagt sie richtig, ja, unsere soziale Marktwirtschaft irgendwie zerstört das natürliche Mutter-Kind-Verhältnis und so weiter und nimmt den Müttern die Kinder viel zu früh weg oder und stört in dem natürlichen Stillprozess und so weiter und stört bei allen diesen Prozessen. Wir dürfen auch nochmal an den Kaiserschnitt erinnern, ja, also wo auch dann eben durch den Kaiserschnitt sozusagen die natürlichen Hormonausschüttungen bei der Geburt verhindert werden und damit die Erzeugung des Muttergefühls sozusagen oder mütterlichen Empfindens behindert wird und so weiter. Ja. Das ist, da sind so ein paar Wahrheiten bei Eva Herrmann, ja. Und dann wieder einfach diese unkritische Haltung zur sozialen Marktwirtschaft, also wie ich eben gezeigt habe, ja, also dann wieder die Unfähigkeit all der Rechten, genau das System, das all die unerwünschten Ergebnisse oder all das Negative oder all diese Zerstörung der Mutter-Kind-Beziehung und des natürlichen Bindungsverhaltens und so weiter, wie es in der Evolution sich evoluiert hat, ja, das kritisiert Eva Herrmann zu Recht, aber anstatt dass sie dann sagt, nein, deswegen müssen wir die soziale Marktwirtschaft beenden, weil eben die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre der zweiten Scientists for Future 2 uns lehrt, dass sich um ein teuflisches System handelt, das alles zerstört, hört dann da ihre Kritik plötzlich auf und bleibt sie eben auch im pseudowissenschaftlichen Bereich. Ja? Und jetzt zu diesem Gender-Thema, ja, das ist ja, ich steige da gar nicht tiefer ein, weil das auch für Naturwissenschaftler eigentlich ja alles nicht so ganz ernst zu nehmen ist, aber Martin Sellner oder auch die AfD, die hacken und auch Eva Herrmann, die hacken ja auch alle immer auf diesem Gender-Thema rum. Ich darf noch einmal deutlich machen, jetzt muss ich nur suchen, wo ist unsere, da ist er wahrscheinlich, ja, unser Stammbaum, also die Evolutionsprozesse in der sozialen Marktwirtschaft laufen so, dass alles, was natürlichen Körper, also liebe Eva Herrmann, also hier ist ein Händler, dessen Märchenerzähler erzählt in der Evolution in der Zeit vor 400.000 bis 140.000 Jahren, also in der Zeit mit und in der unter Garantie der Tauschhandel erfunden wurde, also bewiesenermaßen der Tauschhandel erfunden worden sein muss, weil wir ab 140.000 Jahren Beweise für den Fernhandel haben und vor dem Fernhandel kommt erst einmal der Nahhandel. Ja. Und das heißt also hier, der Händler, der sagt, ja, Körperkontakt zwischen Mutter und Kind ist ganz toll, Stillen ist ganz toll und so weiter, der also die Wahrheit erzählt, der macht einfach wenig Umsatz, weil er ja quasi weder das Kind frustriert, noch die Mutter frustriert. Und liebe Frau Herrmann, Sie arbeiten ja so schön raus, wie also hier heute unsere soziale Marktwirtschaft, also wie damals zum Beispiel der erste Händler angefangen hat zu erzählen, nein, das Stillen des Kindes ist unschicklich, das Kind hochzunehmen, immer wenn es schreit, ist schlecht, dann wird es verwöhnt und so weiter. Nein, ihr müsst den Körperkontakt zum Kind einschränken, ihr müsst das Kind ganz früh in die Krippe geben, auch wenn es euch das Herz zerreißt und so weiter. Das ist aber alles wichtig, denn das gehört zur Erziehung und ist alles wertvoll. Ja, und das ist dann jemand, der solche Unwahrheiten erzählt, solche Irrtümer selbst auch glaubt, der hat einfach mehr Umsatz, weil dann die Menschen, die Mutter ist frustriert, das Kind ist frustriert, das Kind braucht einen Schnuller, das braucht Süßigkeiten als Trost und so weiter, als Ersatzbefriedigung. Das Kind wird schon konsumsüchtig, die Mutter wird konsumsüchtig, weil sie auch natürlich die Liebesbeziehung mit dem Kind vermisst und den Kontakt mit dem Kind vermisst und so weiter.
Und dann können solche Händler eben dann bei der nächsten Generation wieder zum Beispiel 3 Kinder zu bekommen, dann bekommen sie wieder viele Kinder und am Ende haben wir ein riesiges weltweites Imperium von Händlern, die alle Geschichten davon erzählen, dass die Mutter-Kind-Bindung zerstört werden muss und aus Erziehungsgründen und aus den und den Gründen und so weiter und aus Bildungsgründen zerstört werden muss und am Ende haben wir also sozusagen lauter Unwahrheiten, die den Händlern Umsatz bringen, weil die ganzen Mütter und Kinder konsumsüchtig, süßigkeitensüchtig und so weiter werden, während die, die bei der Wahrheit bleiben, sozusagen aussterben und keine Überlebenschance in der sozialen Marktwirtschaft haben. Also, liebe Frau Herrmann, wenn Sie da schon ein bisschen naturwissenschaftlich empfinden und ein bisschen berechtigt kritisieren, dann hören Sie nicht auf, sondern kritisieren Sie weiter. Genau dieses sozial-marktwirtschaftliche System müssen wir genau deswegen beenden. Eben nicht nur, weil es das Mutter-Kind-Glück zerstört, sondern weil es alles andere auch zerstört. Ja, das ist der Punkt. Und sagen Sie Ihrem bekannten Herrn Popp, dass eben er auch falsche Vorstellungen davon hat. Wir müssen ganz grundlegend schon auf der Ebene des Tauschhandels die soziale Marktwirtschaft beenden. Ja, dann ist noch eins zu nennen für heute. Wir müssen uns daran erinnern, seit 50 Jahren kämpfen wir einen riesigen Krieg gegen das Rauchen in der sozialen Marktwirtschaft. Und seit 50 Jahren wehrt sich die Zigaretten- und Tabakindustrie und E-Zigarettenindustrie und all diese Rauchindustrie wehrt sich mit Händen und Füßen, mit allen Pseudowissenschaftlern, die sie gewinnen können für Pseudostudien und so weiter, wehrt sich diese Industrie mit einem riesen Finanzvolumen in der sozialen Marktwirtschaft gegen die Unterbindung des Rauchens. Überall werde ich immer noch voll genebelt mit Rauchern, die mich voll gasen und voll. Also das heißt, und jetzt können wir beim Klima wieder 50 Jahre einen riesigen Kampf gegen das nächste von den 1000 kapitalistischen Übeln führen, gegen die Klimazerstörung. Können wir jetzt 50 Jahre einen Krieg führen und die einen bringen ihre Studien, die Gegenstudien, die anderen ihre Pro-Studien und die einen wollen Windkraftwerke verkaufen, die anderen wollen Sonnenkollektoren verkaufen, die einen wollen damit Profit machen und damit Profit machen. Wie wäre es denn, wenn wir einfach aus der sozialen Marktwirtschaft endlich aussteigen und dann diesen Schwachsinn aufhören? Und wir können dann, wenn wir das beim Klima nach 50 Jahren geschafft haben, dann brauchen wir noch wieder 50 Jahre dafür, bis wir das Zuckerproblem in der sozialen Marktwirtschaft hin und her, also in den Griff kriegen, nachdem über 50 Jahre mit aller Finanzmacht der Zuckerkonzerne sozusagen pseudowissenschaftliche Studien finanziert wurden, die behaupten, Zucker sei gesund. Und wenn wir dann den Zucker halbwegs so ein bisschen in den Griff gekriegt haben, dann müssen wir 50 Jahre über Salzsteuer und diskutieren und über Salz diskutieren und zu viel Salz und deren Gesundheitsschädlichkeit. Und so geht es dann weiter. So haben wir dann also insgesamt 1000 Mal 50 Jahre brauchen wir, um dann und in dieser Zeit entwickelt die soziale Marktwirtschaft wieder noch 1000 neue Probleme, wo sie alles zerstört und dann sind wir in einem unendlichen Kampf, immer wieder sozusagen all das Lebenszerstörende, was die soziale Marktwirtschaft erfindet, immer jeweils in 50 Jahre Blöcken versuchen zu bekämpfen. Und ein riesen Studienschlagerei findet statt, pseudowissenschaftliche Studien und realistische Studien kämpfen gegeneinander und kein Sieger zeichnet sich ab, die Politik sagt, wir können nichts entscheiden, es ist kein eindeutiger Sieger da und so weiter. Und dieses Spiel, ja,
müssen wir sofort beenden. Wir müssen aus der sozialen Marktwirtschaft, wir müssen daraus aussteigen, dass, wie ich eben gerade aufgezeigt habe, natürlich die soziale Marktwirtschaft, die natürliche Mutter-Kind-Bindung, die natürliche Geburt, das natürliche Stillverhalten, das natürliche enge Verhältnis zwischen Mutter und Kind und das vielleicht über viele Jahre ausgedehnte Stillen und so weiter, das hat unsere soziale Marktwirtschaft natürlich zerstört. Sie braucht den billigen Arbeitsklaven, die braucht die Frauen als die billigen Arbeitssklaven und als Konsumsklaven. Und da schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Das Baby wird zum Konsumsüchtigen, weil es unbefriedigt ist. Die Mutter wird zum Konsumsüchtigen, weil sie unbefriedigt ist. Und die Mutter hat Zeit dafür, Konsumsklave zu sein, wenn sie sich sozusagen vom Kind losgerissen hat und ihr Kind verwahrlosen lässt in einer Kinderkrippe oder in einer Kita oder in einem Kindergarten oder was auch immer und dort das Kind verwahrlosen lässt und misshandeln lässt von genetisch unverwandten Personen, die letztendlich dem Kind gegenüber völlig gleichgültig sind, wenn es hart auf hart kommt sozusagen. Ja? Es wird sicherlich auch einige Kindergärtnerinnen geben, die sich gut um das Kind kümmern. Ja, also und jetzt abschließend noch mal zu diesem Genderismus. Ja, also was Eva Herrmann eben wieder nicht sieht, ja, ist, dass die Gender-Theorien sozusagen letztendlich auch einen Befreiungsaspekt haben, nämlich dass sie die Unterdrückung, ja, Eva Herrmann regt sich auf und über die Unterdrückung der natürlichen Liebesbeziehung zwischen Mutter und Kind. Aus Profitinteressen, kann man dazu sagen, ja. Und, aber sie regt sich eben leider nicht auf über die Unterdrückung unseres gesamten Liebeslebens. Sie regt sich nur auf über die Unterdrückung der Liebesbeziehung zwischen Mutter und Kind, das aber unser gesamtes Liebesleben reguliert, eingeschränkt, unterdrückt und in jeder Hinsicht unterdrückt ist, damit wir alle shoppingsüchtig werden. Ja? Wer liebesmäßig unterdrückt ist, wird shoppingsüchtig und kaufsüchtig und konsumsüchtig und konsumiert die Erde zu Tode und stößt CO2 ohne Ende aus und so weiter. Ja, darum geht es und bei den Gender-Geschichten ist zwar vieles Unfug, aber auch viel dabei, so eine Art Befreiung der Unterdrückung der Sexualität, Befreiung der Unterdrückung des natürlichen homosexuellen Anteils in der Evolution. Ja, wir wissen ja, dass Menschen von Natur aus in der Evolution die Frauen zum Beispiel zu 100% bisexuell sind und die Männer vermutlich so mindestens zu 25% bisexuell sind sozusagen. Und da ist sozusagen das Gendermäßige natürlich hat auch einen befreienden Aspekt. Das können aber so Rechte wie die AfD, die also sozusagen eben dann ja gar nicht sehen, weil sie eben auch immer wieder in allem eigentlich erzkonservativ und damit kapitalismusfreundlich sind und damit Sozialmarktwirtschaftsfans sind und damit also sozusagen die sozialmarktwirtschaftliche Liebesfeindlichkeit, die also Liebe unterdrückt, und um Konsum zu erzeugen, ja, dass sie das ja gar nicht durchschauen können. Also deswegen warne ich davor, trotz aller guten Aspekte, hören Sie solchen Leuten wie Martin Sellner, AfD und Eva Herrmann trotz einiger guter Aspekte nicht zu, weil das alles sich nur um Halbwahrheiten handelt und der Rest ist Halbirrtum. Was wollen Sie mit Halbirrtum? Wollen Sie einen Staat regieren mit einem mit 50% Irrtümern? Das geht nicht. Studieren Sie die zweiten Scientists for Future 2, da haben Sie es mit 100% Wahrheit zu tun und oder mindestens 99% Wahrheit und nur mit 1% Irrtum zu tun. Ja? Und da sind Sie dann richtig. Ja, schönen Weihnachtsfeiertag noch. Tschüssi.